Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Bubblegum Simulator. Ja, und wie es aussieht, ist das Gesicht, das ich mir gekauft habe, entweder Content deleted, dass es hier nicht mehr existiert, oder ich habe, glaube ich, ein bisschen zu viel Kaugummi geraucht. Deswegen gehe ich einmal hier noch zum Shop und gucke, ob ich mir ein anderes Gesicht kaufen kann, das man auch sehen kann. Wie wäre es zum Beispiel mit, ich habe nur 900.000, so ein Mist. Bringen die Faces irgendwelche Boni? Plus 220 Bubbles. Ja, die bringen ein bisschen mehr Bubbles. Ich gehe dann aber trotzdem aufs normale Gesicht zurück, damit man mich auch wieder sehen kann. Beim letzten Mal habe ich es nicht geschafft, hochzuspringen, und heute wird das nicht anders sein, weil, ja, in die erste Region und so komme ich natürlich easy. Das Problem ist halt einfach nur, wenn ich dann höher kommen möchte. Und wir haben es wieder zur ersten Insel geschafft und, hallo? Entschuldigung? Hallo? Hilfe? Hilfe, please? Please? Okay. Ich möchte noch die Kiste einsammeln, weil die bringt mir 2 Millionen Zeugs. Genau, das hier einsammeln und dann gehen wir hoch auf den Mond. Weil das erste, was man macht, wenn man Bubblegum Simulator betritt, ist natürlich erstmal alles einsammeln. Alles. Oh mein Gott, ein Trampolin. Oh mein Gott, noch ein Trampolin. Könnt ihr das fassen? Boing. Ich schwöre. Und wir haben es auf den Mond geschafft. So, und dann verschaffe ich mir nochmal einen Überblick, wie es denn hier auf dem Mond aussieht, weil die... Wow. Ich gehe wieder auf den Mond. Die letzte Aufnahme war ja, als das erste Bubblegum Simulator Video online ging. Und diese Aufnahme hier ist jetzt ziemlich viel später aufgenommen worden. Beziehungsweise ich nehme sie im Moment ziemlich viel später auf. Ich brauche auf jeden Fall nur 50.000 Gems für diese Eggs hier. Aber da kommt sowieso nichts Nützliches bei rum. Wir suchen einfach mal nach anderen Eggs, weil ich bin mir sicher, es gibt noch andere Regionen mit besseren Eggs und besserem alles. Gucken einmal kurz, einmal kurz den Autoklicker ausmachen, ob ich mir besseres Gum holen kann. Das bringt mir dann mehr Kapazität. Ich brauche auf jeden Fall mehr Kapazität. Ich glaube, ich spare jetzt einfach mal auf die 35 Millionen. Ja, wenn es zu lange dauert mit den 35 Millionen, spare ich vielleicht doch auf die 6,39 Millionen. Werden wir sehen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, Leute, ich bin doch schon ein bisschen früher wieder da als gedacht. Ich habe nämlich gemerkt, ich farme gar nicht schnell genug. Das dauert mir jetzt zu lange. Ich sehe auch, hier verkauft man ja eine Blase für einen Coin. Und ich will mehr. Und ich wette, wenn ich höher springe, dann kann ich auch mehr abholen. Wir gehen jetzt erstmal in die anderen Regionen noch alles Mögliche einsammeln. Und dann versuchen wir, in die nächste Region zu kommen. Obwohl hier... Ach, hier gibt es doppelt so viel. Gut. Dann ist das ja schon mal ein guter Anfang. Ich gehe aber nochmal runter. Weil ich weiß nicht mehr, in welcher Region was war. Ich glaube, hier gab es dann die Gemkiste. Die Gemkiste... Ja, Gems. Geil. Die hier dann natürlich auch mal einsammeln, kostet ja nichts. Und, ja doch, wir gehen einmal runter. Verkaufen noch einmal, weil ich möchte viele Coins haben. Ich meine, hier kriege ich ja doppelt so viel, wenn ich hier verkaufe. Tada. Und jetzt versuchen wir einmal hochzukommen. Ich hoffe, ich schaffe das hoch. Ich hoffe wirklich, ich schaffe das diesmal hoch beim letzten Mal. Habe ich so versagt. Ich muss mich einfach nur konzentrieren. Okay, ich springe und... Ja, es ist ja auch so knapp. Die Dinger sind schon so weit voneinander weg, ne? Wir versuchen es auf diese Wolke rauf. Alles langsam. Jeder Sprung muss geplant sein, damit wir es in die nächste Region schaffen. Und wir schaffen es auch auf diese Wolke rauf. Ja. Oh, wir hätten es sogar hier rauf geschafft. Wow. So, wir haben jetzt diese Wolke dort als Fallback. Und wir brauchen ihn nicht. Gut. Erstmal den Safe einsammeln. 32.000 Gems. Das ist nice. Ich meine, auf dem Mond kostet das beste Ei immer noch 50.000 Gems. So, und dann springen wir, um sicher zu gehen, in die Richtung. Please? Please? Ja? 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 Oh, war das knapp. Ich habe so große Angst, runterzufallen. Das glaubt ihr nicht. Ich will es endlich hochschaffen. Ich hätte nie gedacht, dass Bubblegum Simulator so fordernd mir gegenüber sein wird. Aber ich kann hier jetzt nicht mehr einfach so springen und dann denken, ladida. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Ich muss auf die Fallback. Okay, und jetzt einmal in die Ego, damit ich mehr sehen kann. Und wir versuchen die Wolke zu erreichen. Ja, gut. Ja, noch ein bisschen höher. Ich sehe einfach nichts. Es ist so schwer zu sehen, wo man ist und wo man hin will. Gleichzeitig. Oh oh, oh oh. Oh oh, ich muss den Autoklicker ausmachen. So, Autoklicker ist aus und wir springen auf die. Please, ich hoffe, ich stoße mir nirgendwo den Kopf. Ich will das da jetzt hochschaffen. Ich
Ich muss alle meine Kraft da reinsetzen. Da oben ist das schon das Ziel. Da oben ist schon das Ziel. Please! Nein, als ob ich das nicht schaffe. Ah, ich dachte wirklich, ich schaffe das. Okay. Die Dinger nehmen immer mehr Abstand zueinander. Das muss ich mir merken. Ich schaffe die Sprünge nicht mehr alle. Den Sprung schaffe ich aber, oder? Ja, den Sprung habe ich geschafft. Gut. Gut, Conny. Gut, Conny, du schaffst das. Du schaffst das. Und wir gehen auf Sicherheit. Ja, weil die Wolke da oben hätte ich nie erreicht. Oh Gott. Bei den Kometen muss man vorsichtig sein. Da kann man so leicht abrutschen. Wir gehen auf Sicherheit. Und Alter, den Sprung schaffe ich gar nicht. Doch, ich hab's geschafft. Okay, okay. Wo geht's weiter? Ich kann halt wirklich nicht sehen, was das da ist. Der Blumen. Egal, ich springe einfach. Ich hab's geschafft. Es ist doch eine Insel gewesen. Ich war mir nicht sicher. Ah, ich bin zu hoch gesprungen. Hier fangen die Wolken an zu leuchten. Wie schön. Und hier gibt es bessere Eggs. Und ich bin einfach wieder ins Portal gesprungen. Warum passiert mir das immer? Gut, wir gehen jetzt hier hoch und haben es in, wie auch immer diese Region heißt, geschafft. Hier kostet das teuerste Egg 650.000 Gems und das ist doch eher mein Gem. Da können wir gleich mal ein paar Eggs öffnen. Hier gibt es eine Vault-Kiste und da holen wir uns natürlich ein paar weitere Gems. Discover XP Island to unlock this portal. Also müssen wir noch ein bisschen weiter hoch. Ich gehe jetzt aber erstmal runter, um wieder ein bisschen zu verkaufen. Und verkaufen wir hier, richtig? Natürlich war das hier. Ich kenne mich doch aus. Ich bin ein Profi. Hui. Blup. Und jetzt gucken wir einfach mal, was wir aus den Eiern ziehen können. Leute, diese harte Arbeit hat sich gelohnt. Ich muss mich einfach nur konzentrieren beim Hochspringen. Auto. Und ich ziehe. Häufig. Nochmal häufig. Ich will jetzt Mythical. Gib mir ein Mythical. Please. Please, Mythical, please. Ich will nicht häufig. Ich will Mythical. Gib mir ein Mythical. Ich habe zweimal Luck, zweimal Shiny Chance, zweimal Mythic Chance. Edge Speed. Please. Please. Gib mir ein Mythical, please. Please. Selten! Mein erstes Seltenes. Dann werden wir sehen, wie gut die Dinger sind. Übrigens, Bubblegum Simulator ist irgendwie nicht wirklich progressive gebalanced. Ich meine, ich bin jetzt einfach in die nächste Region und habe schon genug Gems, um mir das teuerste Egg zu kaufen. Ich meine, dann machen die anderen Eggs alle gar keinen Sinn. Ich glaube nämlich nicht, dass andere Leute in meiner Situation viel mehr oder viel weniger Gems hätten als ich jetzt. Naja. Ich muss jetzt nur noch darauf hoffen, dass aus dem letzten ein Mythical Pet kommt. Dann kann ich es in den Titel schreiben. Mythical Pet gezogen, oh mein Gott. Besonders, immerhin. Zumindest ein Epic Pet. Komm, gib mir wenigstens ein... Oh, komm, oder ein Mythical, please. Oder ein Shiny Mythical. Ja, gib mir ein Shiny Mythical. Warum denn nicht? Ich meine, es kostet doch nichts. Jetzt das letzte Egg und... Häufig. Wow. Okay, gucken wir mal, was die Pets so können, die ich gezogen habe. So, wir haben... Momentan mein schwächstes Pet ist der hier mit 160, 100. Dann haben wir hier die Space Mouses, die genauso schlecht sind. Mephist Golem, sind die nicht nach Stärke sortiert? Die sind nach Seltenheit sortiert, oder wie? Ich weiß nicht, wonach die sortiert sind. Aber die hier... Oh, diese Cherry Golems sind gar nicht mal so krass. Die sind eigentlich ziemlich wack. Okay. Space Bunnies, richtig schlecht. Mäuse, boah. Twitter Doggy, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Wir erinnern, 160, 175, 87, 97, 76, was ist denn das? Der hier ist Bit Better. 160, 100, 200, 195, ja, dann werde ich den hier wegmachen, ablegen, den hier anlegen. So, und habe ich sonst noch irgendein Pet gezogen, das besser ist, weil so... Boah, das ist ein richtiges Armutszeugnis. Warum sind die nicht nach Stärke oder so sortiert? Was soll denn das? Egal, dann muss ich wohl damit leben, dass wir jetzt ein Pet gezogen haben, das ein bisschen besser ist als die anderen Pets. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, um ehrlich zu sein. Aber wir können jetzt einfach mal auf die neuen Tabs tippen, die ich noch nicht geklickt habe. Wie zum Beispiel Prices.
Oh, da ist nichts. Hedge 100. Habe ich fast gut. Was gibt's denn hier noch? Boosts. 27 Stunden, zweimal Luck. Okay. Schön, dass ich diese ganzen Boosts hier habe. Was bringt's? Nichts. So, Verzeichnis. Okay, Overworld, Candyland, Toyland. Was kann ich hier hin? Nee, ich muss da irgendwie noch hin. I guess. Twitter-Codes werden wir keine mehr eingeben, weil die einzigen Codes, die ich beim letzten Mal übrig gelassen habe, das waren halt die Langweiler-Codes. Aber das sind wirklich die besten Pets, die hier rauskommen. Lohnt sich ja gar nicht. Oh. Mein Autoklicker hat gerade automatisch einen Eck gehatcht. Wow. Naja, ich spring einfach mal hoch. Wir müssen jetzt einfach hoch. Oh Gott, ich dachte, ich kann unten durch die Wolken durch. Okay. Merken, wir können nicht unten durch die Wolken durch. Das geht nur im Big Brain Simulator. Ging das im Big Brain Simulator? Das ging auf jeden Fall in irgendeinen dieser Klicker-Simulatoren. Nein, als ob ich das nicht schaffe. Ich brauche so viel. Ich brauche einfach mehr Speed. Ich brauche mehr Walk-Speed. Das kann doch nicht angehen, dass ich zwar so hoch springen kann, aber überhaupt nicht weit komme. Das heißt, ich muss mir halt wirklich meinen Pfad richtig hart aussuchen, den ich gehen will. Und das habe ich mal wieder nicht geschafft und ich falle komplett runter. Please, 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 please. Ich falle komplett runter. Woohoo, yeah! Ich habe voll Lust, komplett runterzufallen. Ja, Mann. Ja, jetzt bounce ich ab. Jetzt sterbe ich. Woohoo! Okay. Darf ich bitte irgendwo landen, dass ich... Gibt's ein Teleportationsding, ohne dass meine Bubbles voll sind, please? Okay, ich bin in ein Portal reingegangen. Und ich behalte meine Velocity, what? Okay, ist in Ordnung, wenn ich meine Velocity behalte. Dann gehen wir mal wieder hoch. Sonst bleibt ja sonst nichts übrig. Hier gibt's nur Kisten, okay. Dann ziehen wir einfach durch. Lass knackeln. Blasen voll, ja, ist in Ordnung. So, wir gucken, ob ich es mit der Blase noch in die nächste Region schaffe. Wenn nicht, dann bin ich traurig. Und das sollte... Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich es zu einer dieser anderen beiden schaffe. Von der Höhe ja, aber nicht von der Distanz. Ich versuch's zu der, die ist näher dran. Seht ihr das, wie langsam man vorankommt? Oh, ich habe die ganze Zeit W gedrückt gehalten. Man denkt eigentlich, bei der Jump-Power, die man hat, da schafft man das easy rüber. Aber nein. Man kommt einfach überhaupt nicht voran. Man kommt hoch, ja, aber nicht voran. Ich meine, ja, es wäre bestimmt schon nervig, wenn man mit seiner Jump-Power auch noch Speed dazu bekommt. Aber können die nicht bitte please ein bisschen Speed geben, während man gerade jumpt? Wäre doch viel cooler. Okay, wir sind 3500 Meter in Höhe. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und da ist was. Da ist was zum Einsammeln. 79.000 Gems. Woo! Und jetzt sind die Wolken alle so nah beieinander. Warum? Ich glaube, Bubblegum Simulator will, dass ich es hochschaffe. Oder die wollen, dass ich mir den Kopf stoße und dann wieder komplett runterfalle. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Schaffe ich das, please? Oh ja, das schaffe ich. Oh ja. Oh. Es ist so schön, wenn ich einen Sprung schaffe. Und jetzt versuchen wir es hier rauf, please. Freut euch eigentlich schon auf das Watch Dogs Legion Let's Play? Ja, richtig gehört. Ich werde Watch Dogs Legion Let's Playen, weil ich habe einen neuen PC und ich will den jetzt endlich mal nutzen, um Watch Dogs Legion zu spielen. Und ich kann ja nicht einfach Watch Dogs Legion in meiner Freizeit spielen. Das muss ich dann schon aufnehmen, damit ihr was davon mitbekommt. Ich weiß, das passt nicht so ganz auf meinen Kanal. Aber du passt auch nicht auf meinen Kanal. Hör auf, mich so anzugucken. Please. Ich meine, falls sich jemand von euch für Watch Dogs interessiert, kann das doch ganz interessant werden. Ich habe die Insel nicht freigeschaltet. Ich sterbe. Ich habe es überlebt. Okay. Ganz ruhig. Wir gehen erst auf diese Wolke. So. Und jetzt gehen wir auf... Oh Gott, auf diese Wolke. Please. Please. Und wir haben es geschafft. Ja, Mann! Ich hab's geschafft. Ich bin der größte Boss der Erde. Oh. Erstmal hier alles einsammeln. Ja, Mann. Geil. Gut, was haben wir hier? Wir haben hier 5 Coins sind gleich ein Gem. Ich kann... Gems tauschen? Warte, wenn ich das jetzt mache. Es sind schon viele Monde vergangen, als das letzte Mal ein Abenteurer so weit kam. Nur die gewagtesten der Abenteurer können Zen erreichen. Wer ich bin, fragst du? Ich bin das Edelstein-Genie, der Erschaffer aller Edelsteine. In letzter Zeit habe ich die Münzen sehr gern gemocht. Münzen.
Ich habe Edelsteine seit 10.000 Jahren nicht mehr gehabt. Was? Okay. Okay. Siehst so aus, als könntest du einige extra Edelsteine benutzen. Wie wäre es, wenn ich einen Deal mache? Aber wenn wir einen Deal machen, entschuldigen Sie. Bring mir alle 24 Stunden Münzen. Münzen. Und ich werde dir im Gegenzug Edelsteine geben? Fragezeichen. Das hört sich für mich nach einem guten Deal an, findest du nicht? Ja, sicher. This is quite splendid indeed, yes. Warum sprichst du auf einmal Englisch? I give you. Warte mal, ich dachte, ich soll ihm Edelsteine geben für Münzen und nicht Münzen. Nein, danke. Das ist eine Schande. Komm wieder, wenn du wirklich interessiert bist. Okay, ich kann 5 Münzen gegen Edelsteine eintauschen, aber was will ich mit Edelsteinen, wenn ich eigentlich Münzen brauche für bessere Kaugummis und so? Wir gehen jetzt erstmal verkaufen, weil ich habe jetzt wieder ein Portal. Und von hier können wir... Okay. Und von hier können wir dann hier. Und von hier können wir dann hier. Und von hier können wir dann... Verkauf Augenblick. Hat man nicht eine Region, in der man besser kaufen konnte oder verkaufen konnte? Das war die letzte Region, oder? In der letzten Region konnte man besser verkaufen. Please? Nein. Hatten wir nicht... Ah, nee. Nee, hatten wir nicht. Ich hatte gerade irgendwie einen komischen Denkfehler. Gut, dann sammeln wir hier erstmal die Dinge ein. Die kosten ja nichts. Und dann verkaufen. Weil ich habe 250.000... Ich krieg 250.000 Münzen, wenn ich verkaufe. Das ist nichts. Es macht Sinn. Es ist das Doppelte von dem, was ich habe. Aber das ist trotzdem nichts. Und dann will der mir auch meine Münzen abnehmen für Gems. Ich brauche erstmal Münzen. Ich meine... Bestimmt sind Gems im Late Game sinnvoller oder so. Kann sein. Aber ich brauche jetzt Münzen. Bro. Na gut, wir gehen... Ich würde sagen... Wir gehen nochmal zum Mond. Ich kann mir das Safe immer noch nichts leisten, weil das waren, glaube ich, 30 Millionen, die ich brauchte, oder? So, für mehr Kaugummi brauchte ich... 6,9 Millionen. Da habe ich noch nicht ganz genug. Ich brauche wahrscheinlich bessere Geschmacksrichtungen. Ich mach mal den Autoklicker aus. Equipped ist der hier, also gehe ich jetzt einfach mal auf den hier. Loop. Oh oh, you don't have enough. Natürlich habe ich genug. Dann gehe ich halt nochmal verkaufen. Ich brauche auf jeden Fall bessere Geschmacksrichtungen, weil sonst schaffe ich es ja nie, meine Blasen voll zu blasen. Aber ich will auch besseres Kaugummi, damit ich nicht jedes Mal verkaufen muss. Oh, das ist so stressig. Oh. Ich habe es so schwer im Leben, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen, wie schwer ich es habe? Ich bin so reich. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Reichtum. Nein, ich bin überhaupt nicht reich. Ich weiß, die meisten Leute, die hier zuschauen, die haben Bubblegum Simulator vor Jahren schon so richtig hart gesuchtet und sind die allerkrassesten Bubblegum Blaser, die man sich so vorstellen kann. Aber ich werde mir jetzt hier Galaxie Gum kaufen. Blub. Oh ja, jetzt blase ich jedes Mal 1000? Nur? Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Dann habe ich vielleicht vollkommen falsch gebalanced. Oder hab... Irgendwas stimmt nicht. Aus welchem Grund sammle ich jetzt so langsam die Coins? Ich hatte doch so... Ich habe doch früher so viel gesammelt. Das ging doch früher so schnell. Oder nicht? Ich bin, glaube ich, einfach nur blöd. Aber wenn ich jetzt 1000 Coins oder 1621 pro Sekunde bekomme, das bedeutet, dass ich dann ungefähr 3000... pro Sekunde, also 3000 Coins pro Sekunde verdiene. Und 3000 Coins pro Sekunde sind immer noch nicht genug für meine Ansprüche. Ich brauche mehr. Okay, wenn ich jetzt hier rauf gehe, was gibt's denn hier noch? Für 10 Millionen habe ich dann den, der bringt mir 720, 800, 920. Das ist ja alles nix. Das gefällt mir alles nicht. Ich habe keine Lust mehr. Puh. Die wollen mich hier arm machen. Okay, wenn die mich anmachen wollen, dann werde ich mich jetzt einfach... Oh ja, erstmal Gems sammeln, Gems. Dann stelle ich mich hier in den Cellring, habe die ganze Zeit den Autoklicker an und krieg dann meinen Cash die ganze Zeit. Yay. Yay. 12.000 pro Pop ungefähr. Ja, und während ich hier die ganze Zeit Coins farme, würde ich sagen... War es das erstmal mit dem Video? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao! Ich muss wieder runter, um zu verkaufen. Please.